Manu, spielt mir meine Erinnerung einen Streich? Ich glaube, ich kenne euch, edler Ritter. Aber ich habe viele Ritter getroffen, ja, seit ich mit der Arbeit an meinen Stiefeln begonnen habe. Es ist so lange her. Ach, ich bin Willi, der alte Schuhmacher der Stadt. Ich versuche, die schnellsten Stiefel der Welt zu schustern. Ja, und ich glaube, ich habe es beinahe geschafft. Aber ich brauche eure Hilfe, um die Stiefel zu testen und um die Forschung zu finanzieren. Wenn ihr mir 200 Plastiks gebt, könnt ihr meine Stiefel in einem Rennen gegen die Zeit tragen. Ja, und wenn ihr dieses Rennen gewinnt, werdet ihr die größte Belohnung aller Zeiten erhalten. Möchtet ihr das Rennen laufen, edler Ritter? Dies sind die Regeln. Auf mein Zeichen hin müsst ihr der Route folgen, die durch die Fackeln markiert wird. Jedes Mal, wenn ihr eine Fackel passiert und löscht, erscheint eine neue. Die letzte Fackel enthüllt auch die versprochene Belohnung. Und vergesst nicht, ihr kämpft gegen die Zeit. Ihr müsst schnell sein. Soll ich es nochmal erklären? Viel Glück, edler Ritter. Auf die Plätze. Fertig. Los. Danke, edler Ritter. Ihr habt gerade bewiesen, dass meine Stiefel endlich perfekt sind. Ich habe es geschafft. Ach, wenn nur mein Vater das noch sehen könnte. Ach, kein Zweifel, meine Stiefel sind die besten. Ich werde sie euch geben, um euch zu danken. Ja, jetzt könnt ihr damit prahlen, dass ihr der stolze Besitzer des ersten und einzigen Paares seid. Benutzt sie weise. Lebt wohl und nochmals danke. Ich hab's geschafft. Endlich erfolgreich. Guten Tag. Ich weiß nicht, ob ihr es wart, aber ein Ritter hat die Bienennester im Wald zerstört. Und das nicht zu früh. Man konnte nicht einmal mehr friedlich spazieren gehen. Ich hoffe, nächstes Mal reagieren die Ritter etwas schneller. Kämpfen ist eure Sache. Die Waffen sind meine Sache. Trefft eure Wahl, Ritter. Und noch ein Verkauf. Der gute Bürgerkrieg, Ritter. Mir geht's wirklich gut. Thank you.
wollen hier keinen Ärger haben. Wenn die Wachen dich suchen, müssen wir ihnen sagen, dass du hier bist. Aber man sagt auch, dass du nichts Böses getan hast. Gut. Zum Essen musst du mir eine ganze Menge Plastiks geben. Was willst du? Das ist der Krieg. Und wenn dir das nicht passt, geh zum Eigentümer. Der ist oben. Und jetzt wähle bitte. Hier hast du dein Essen. Was das Zimmer betrifft, geh auf die erste Etage. Der Besitzer ist dort. Sprich das mit ihm ab.